Hallihallo meine Hübschen, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Was? Du hast doch! Florian, das geht so nicht. Das war ein Härchen! Ich hab gesagt, ich mache mit dir hier mit, aber nicht. Da sind noch zwei, drei, die stören mich richtig. Wie siehst du denn hier im Internet aus? Bei dir wachsen die immer so mit aufs Lid. Du musst da mal irgendwo zum Waxing gehen oder wir bestellen dir so ein Set. Das geht doch so nicht. Das sieht immer aus wie so ein Urwaldmensch. Ich habe mir überlegt, ich möchte unbedingt eine neue Lidschattenpalette ausprobieren. Und zwar von einer meiner absoluten Lieblings-YouTuberinnen, Jaclyn Hill. Und es ist ja so ein bisschen mein Goal, so auszusehen wie sie. Florian ist nicht so der größte Fan von ihr, aber anstatt einfach nur einer random Standard-Beauty-Review, quatschen wir währenddessen ein bisschen. Und ich hau alles raus, was ich über Make-up weiß und werde das beurteilen. Ja, genau, das komplette Intro habe ich jetzt geredet, deswegen wie wäre es, wenn du jetzt mal was sagst? Weil ich so viel über Make-up weiß, ne? Also, Jaclyn Hill hat mit ihrer eigenen Brand ja im Sommer letzten Jahres einen richtigen Top-Start hingelegt. Das waren diese haarigen Lippenstifte. Und November hat sie ihre... Hey, wie passend, dass du mir am Anfang dieses Videos dann erstmal Haare ausrupfst. Ja, und jetzt hat sie ihre Highlighter rausgebracht im November und ich wollte die eigentlich schon testen vorher, aber ich habe gedacht, nur die Highlighter an sich sind vielleicht ein bisschen boring. Das hier ist das Packaging. Unglaublich schön. Was hast du? Ja, finde ich gut. Wow. Nimm mal in der Hand. That's what he said. Nicht den Spiegel. Ja, so sieht gut aus. Oh geil, wir machen Beauty-Guru-Grundausbildung. Geile Videoidee. Geile Videoidee. Stan, wenn das jetzt jemand vor mir macht, wird laut. Das ist die Highlighter-Palette. Finde ich sehr, sehr schön. Aber es gibt noch zwei andere Produkte. Und zwar einmal einen losen Highlighter. Florian, wenn davon jetzt einer kaputt ist... Trau dich, ja? Mach jetzt auf. Florian. Ach, Glück gehabt. Quality-Bruchtest auch bestanden. Glück gehabt. Ich bin ja zum Testen hier. Und noch einen losen Highlighter. Die sind so ein bisschen kleiner. Die sollen extrem intensiv sein. Bin ich sehr gespannt. Und wir haben noch ein Setting Powder. Und zwar ein loses. Und das hat einen Schimmer mit drin. Und alle Jaclyn Hill Fans wie ich werden wissen, dass Jaclyn ein Riesenfan vom Lancôme Puder ist. Und jetzt halten wir die zweimal nebeneinander. Das hier ist das Lancôme Absolu Powder. So sieht das aus. Okay, Gesichter verstecken. Gesichter verstecken. Gesichter verstecken aus dem Bild. Tada! Und das hypt Jaclyn seit Jahren. Also man könnte so ein bisschen auf die Idee kommen, so... Okay, aber wir... Oh, mein Lieblingskommentar unter Videos. Es ist voll nachgemacht. Okay, es hängt im Deckel. Finde ich schon mal scheiße. Nee, das muss doch. So. Und das daneben. Langt. Das von Lancôme ist gelb und das ist eher... Ja, das ist ja ein farblicher rosa. Unterschied. Aber ich habe das Gefühl... Moment. Mach nochmal Gesicht aus dem Bild. Hinter deinen Hintern. Das hier ist Lancôme. Und Lancôme hat irgendwie ein bisschen mehr... Glitzer drin und das hat mehr Schimmer. Achso, und bevor ihr abschaltet, weil interessiert euch alles nicht, wir haben selbstverständlich auch noch die neue Jaclyn Hill Morphe Palette. Hast du gesagt? Ich bin eine gute Frau und tu das, was du mir sagst. Mhm. Und die probieren wir gleich auch noch aus. Du siehst jetzt mein Gesicht, ne? Ich habe es bis jetzt nicht mit Puder gesettet. Jetzt trage ich das auf und dann sagst du unseren Zuschauern, ob du das eine Verbesserung findest oder ob du es so besser findest. Ich habe ein bisschen Angst. Warum? Nicht, dass jetzt voll Schimmer ist. Schon. Direkter Vergleich, da ist jetzt ja und hier ist noch nicht. Ja, sieht besser aus. Es ist sehr weich zeichnet, habe ich das Gefühl, oder? Sieht aus wie so ein Filter. Ich bin schlecht. Ich will mehr. Ich bin vom Hauttyp ja trocken. Und da finde ich es immer ganz schön. Humortyp auch.
Aber alles andere bin ich richtig juicy, richtig saftig. Oh, okay. Siehst du das? Ja, aber es ist hier auch, wenn du es ein bisschen mehr aufträgst. Ich brauche erstmal ein Spiegelchen. Oh ja. Okay, man muss so ein bisschen mit aufpassen, dass man es nicht zu doll aufträgt. Sagt sie, wenn sie mehr aufträgt. Das ist fast schon ein Highlighter, finde ich. Man muss halt das Soft auftragen. Dann hat es einen schönen Glow. Aber zu viel, denn es ist halt wirklich ein schwacher Highlighter. Aber ich mag das, wenn die Haut so ein bisschen strahlt und gepflegt aussieht. Gerade das war das, was ich eigentlich zuerst sagen wollte, weil ich halt trocken vom Hauttyp bin. Ach Florian, hör auf. Du machst mir ganz viel kaputt. Deinen doofen Witzen. Machen wir weiter mit der Palette. Das hier ist die Gleam Palette, glaube ich. Es gibt zwei. The Flash. Die hellere von beiden. High-Quality-Content. Und dafür benutze ich... Ich habe ihre Pinsel übrigens nicht bestellt, weil ich habe definitiv mehr als genug. Und Florian ist in letzter Zeit so lieb und wäscht meine Pinsel immer. Ich bin schon richtig Profi geworden beim Pinselwaschen. Und ich habe bis jetzt auch noch keinen kaputt gemacht. Macht ihr Pinselwaschen denn Spaß? Oh, total. Gut, oder? Ja, ist ein mega. Zeitvertreib, weil du das... Es ist so ein geiles Hobby. Ich kann da so richtig bei abschalten. Ich swatch mal eben die vier Farben. Gib mir mal deine Hand. Oh wow. Jetzt halt mal in die Kamera. Nee, nicht so nah dran. So? Und jetzt so ein bisschen... Nein. Oh. Jetzt ein bisschen so, dass man halt die Reflexe sehen kann. Ja, das sind so? Die Farben. Fühlen sich extrem creamy an. Okay, langt. Von der Textur, so vom Swatchen her, gut. Schauen wir jetzt mal, wie sich das Ganze auf der Haut verhält. Ich benutze den Ton Iced. Hat, oh, ist gut puderig in der Palette. Und jetzt Stunde der Wahrheit. Oh, wow. Das ist schön. Bisschen kühl. Er heißt Iced. Ich gehe jetzt nochmal in alle. In alle drei, außer den hellsten. Uff. Okay, das ist krass. Was hast du? Zu doll? Zu hell? Zu... Was? Zu gut? Ich finde den jetzt nicht so besonders, muss ich sagen. Warum? Ich finde, du hast andere Highlighter, die sind besser. Sag nichts gegen meine Jacqueline. Ist das eine voreingenommene Review? Ich mag's. Ich glaube, er ist mir aber ein bisschen hell. Wenn ich jetzt was sage, kriege ich ja wieder Ärger. Nee, okay. Also ich finde den... Beauty-Guru-Grundausbildung. Keine Ahnung, ist das die hellere Palette und das gibt's nochmal in dunkler? Ja, aber die dunkle ist eigentlich für dunkle Hauttöne. Oder Moment. Wir können ja nochmal die losen ausprobieren. Oh, wow. Der ist richtig gold. Der ist wunderschön. Das ist die Farbe. Bomb. Ja, passt. Also ich finde, also der ist echt schön und der ist auch was, was du sonst noch nicht hast. Aber die Dinger, ganz ehrlich, das ist für mich nichts Besonderes. Oh doch! Oh nein! Ich mach Bomb jetzt tatsächlich aber hier drüber, weil mir die Farbe viel besser gefällt. Und was ich nochmal sagen wollte, scheiße, habe ich die noch oder habe ich die jetzt verkauft beim Flohmarkt? Was? Das ist natürlich jetzt die Frage. Jacqueline hatte nämlich mal eine Palette mit Becca. Und ich finde dieser... Ach nee, ich habe sie verkauft. Scheiße. Nee, aber es gab eine, die war halt auch so weiß. Oh, ist das Kindersicherung da immer drin? Ich krieg die immer nicht. Du mit deinen dicken Hobbit-Fingern. Wow, okay, die kleinen Highlighter sind wahnsinnig schön. Gefällt mir sehr diese gut. Diese losen. Ja. Ja, der andere, das sieht gesagt. Nass aus. Also sieht halt wirklich aus wie so eine Göttin Kleopatra, wie ich aus meinem Ziegenmilchbad... vegan, auftauche und halt so richtig drenched und juicy aussehe. Was lachst du? Guck mal nach da. Guck mal nach da. Ja, nicht so weit. Wie soll ich... Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Florian, was machst du denn da? Halt doch mal still. Juckt in der Nase. Es juckt in der Nase. Jetzt. Das Schöne, du musst leiden. Crazy. Und jetzt, nein, stopp. Nicht immer du zuerst. Zuerst präsentiert man es. Aha. Ach, Florian, stell dich nicht so dumm an. Ich, warte, ich mach meinen Kopf ganz locker und du formst ihn ins Innere. Was
willst du denn? Dass du so machst, dass man den Highlighter reflektieren sieht. Kannst du mal aufhören, immer so doof dich zu bewegen? Ich mach doch... Mach doch mal so, dass man es reflektieren sieht. Du siehst dich doch in dem kleinen Monitor. Ja, so ein bisschen. Da. Sieht gut aus. Richtig fresh. Als hättest du Gartenarbeit gemacht. Ja. Hätte Fahrradkette. Genau, wenn ich Gartenarbeit gemacht. Ja, okay. Komm, ich fühlt sich unwohl, I get it. Armes Mäuschen. Du hast da auch schon wieder. Wer hat denn Haare? Du bist da. Oh! Was? Wer hat Haare auf dem Wangenknochen? Drei Haare auf der Brust, ich bin ein Bär. Und Frau Bär. Ich hab gleich keine Lust mehr mit dir zu filmen. Highlighter gefallen mir auf jeden Fall gut. Das Setting Puder und das lose Highlighter Ding bekommen auf jeden Fall eine Empfehlung von mir ausgesprochen. Die Palette... Nicht. Ja, nice to have. Es ist schön. Nee. Doch, was, es ist schön, sich anzugucken. Ja, nice to have, aber kein Muss. Also halt wirklich nicht. Ich hatte euch auf Instagram gefragt, nach Fragen, die wir während des Videos vielleicht auch so ein bisschen beantworten können. Und bevor wir jetzt mit der Palette anfangen, machen wir mal... Kannst du die Handbewegung nochmal machen? Ich lerne ja gerade. Was hat sich durch eure zweite Hochzeit im September geändert? Es ist alles viel romantischer geworden, es ist alles viel schöner geworden. Nein, antworte mal ehrlich. Das war jetzt ja nicht die Wahrheit. Was hat sich seitdem geändert? So, für den Alltag hat sich gar nichts geändert, aber die Feier an sich fand ich halt mega. Es war halt eine richtig geile Hochzeit. Also ich finde schon, ich sehe uns nochmal anders. So einfach, weil ich halt auch weiß, wie schön wir an dem Tag aussahen. Wir waren so richtig angekommen. Ja, aber das waren wir vorher für mich auch schon. Für mich war der Tag an sich wichtig. Du wolltest nur eine geile Party. Wieso? So. Aber ich möchte so sehr hoffen, für alle Zuschauer, die eingeschaltet haben, dass die nächsten Fragen von dir ein bisschen interessanter und umfangreicher beantwortet werden. Aber kommen wir jetzt erstmal zur Jaclyn Hill Morphe Palette. Und zwar ist es angeblich Volume 2, macht für mich aber gar keinen Sinn, weil eigentlich ist es... Volume 1. Nee. Sie hatte, keine Ahnung, 2016 ihre Favorites Palette. Da hat sie sich von bestehenden Lidschatten von Morphe ihre Favorites rausgesucht und die in eine Palette gepackt und es war dann die Jaclyn Hill Favorites Palette. Dann, irgendwie anderthalb Jahre später hat sie... Ein bisschen boring, oder? Ja, aber so war das damals. Damals war die Beauty-YouTuber-Welt noch nicht so weit. Und dann so anderthalb Jahre später hat sie ihre erste eigene Palette auf den Markt gebracht. Die habe ich auch. Und dann hat sie... Ach Mensch. Die hat sie dann auf den Markt gebracht. Das war ihre erste. Und die liebe ich. Die ist von so vielen Leuten der absolute Favorite. Weil das so ein Erfolg war, irgendwo haben die mal gesagt, dass über 1 Million Stück hiervon verkauft wurden. Krass. Das ist halt absurd. Überleg dir mal die Mengen. Über eine Million. Das ist halt crazy. Und weil das halt so ein Erfolg war, kam dann die sogenannte Vault Collection. Die habe ich auch nicht mehr, weil ich die gestern auf dem Flohmarkt verkauft habe. Aber das waren halt sozusagen alle die Lidschattenfarben in 4 kleinen Paletten, die es nicht in die finale Auswahl für diese Palette geschafft haben, angeblich. Diese Vault Collection war ein absoluter Flop, der größte Reinfall, weil die angeblich, also was heißt angeblich, sie haben die Textur geändert und die Lidschatten waren einfach Schrott. Mhm. Sie hat öfter mal so ein paar Schwierigkeiten, wenn sie irgendwelche Sachen rausbringt. Und jetzt ist diese Palette rausgekommen und jetzt kommt der Knüller, das ist halt nämlich voll dreist. Es heißt, mit derselben Lidschattentextur wie diese hier, aber das nur, weil die wird halt immer noch verkauft, aber bei der, diese hier, die jetzt heutzutage verkauft wird, sieht genauso aus, aber die haben von der alten die Formulierung geändert, damit sie genauso ist wie bei der neuen und sie sagen können, ja, ist genauso wie bei der ersten Palette. Aber diese Textur, wie sie vor ein paar Jahren rausgekommen ist, ist halt nicht die gleiche, wie wenn man diese Palette heutzutage kauft. Gibt es denn einen ähnlichen Ton? Ja, die sind sehr ähnlich. Comfort Zone und Buns. Krümelig. Und der? Okay, ist doch anders. Die Farbe ist ein bisschen anders, aber von der Textur merkt man halt auch, es ist anders. Erster Swatch direkt, die alte ist creamiger. Und noch krasser. Ohne Scheiß,
ohne Vorsagen, genau das wollte, hätte ich jetzt auch gesagt. Gut. Ja. Und jetzt kommt noch der größere Knaller. Erzähl. Die haben die Textur geändert. Warum? Weil es billiger ist? Wahrscheinlich. Und zwischen, also es heißt, weil die, damit sie besser performt. Und jetzt kommt der Knüller. Also beim ersten Swatch hat die scheiße performt. Die hier war vegan. Und die nicht? Und durch die neue Formulierung, das heißt, selbst wenn man die hier heutzutage kauft, ist sie nicht mehr vegan. Und die auch nicht. Aber warum macht man alles schlechter? Und das, ja, weil es wahrscheinlich günstiger ist. Ah, okay. I don't know. Angeblich. Das ist keine Verschwörungstheorie, das ist nur eine Vermutung. Aber das finde ich halt so, und es wurde halt nicht offen kommuniziert, dass die Textur geändert wurde. Bei der alten. Alles, was kommuniziert wurde, war, es ist dieselbe Textur wie bei der ersten. Was sind deine Gedanken dazu? Verarschung hätte ich dann aus Prinzip schon nicht gekauft. Ich finde nicht doof sowas, was soll das? Also wenn ich irgendwas ändern will, dann muss ich es kommunizieren. Wenn ich es nicht mache, dann verarsche ich die Leute. Sorry, not sorry. Finde ich halt kacke. Weil die Sachen, die kosten so viel Geld. Und gerade wenn man seinen Namen drauf macht, so wie Jacqueline das gemacht hat, verstehe ich halt nicht. Ja, überall ist ihr Name drauf. Ja, aber also verstehe ich dann halt nicht. Dann ja. Darf man sich hinterher auch nicht beschweren, wenn man einen Shitstorm kriegt, oder? Also, das fällt mir so schwer, weil an sich, ich mag sie halt echt gerne, aber das Ding ist halt, sie macht halt auch immer nur Videos, 4 Wochen, bevor sie ein neues Produkt rausbringt. Dann wieder 4 Monate nicht, dann macht sie 1 Monat Videos, 5 Stück, und dann heißt es wieder, das ist meine neue Kollektion. Wenn es funktioniert. Es funktioniert halt, weil es so Leute gibt wie mich, die sie einfach aus irgendeinem Grund richtig hart feiern. Aber sie macht sonst keine Videos mehr. Nee. Weil sie es nicht mehr nötig hat. Nee, wahrscheinlich. Das ist halt ein bisschen schade. Ja, merkst du selber, ne? Was merke ich selber? Warte, ganz kurz. Du sagst mir gleich, was ich selber merke. Ich fange jetzt an, so ein bisschen zu schminken. Und zwar benutze ich als allererstes das Gelb. Und das heißt, no joke. So, was merke ich selber? Erzähl. Ja, das, was du jetzt gerade über sie alles erzählt hast, das ist ja so, also ich verstehe halt nicht, was du an ihr so feierst. Ich finde, sie ist hübsch, sie ist erfolgreich. Ja, aber sie ist erfolgreich auf den Nacken ihrer Zuschauer. Und das finde ich halt irgendwie schwierig. I don't know. Das meinte ich mit, merkst du selber, ne? Das pulvert so runter von der Haut. Wie heißt das, wenn das so runterpulvert? Fallout. Wenn es beim Schminken am Auge runterfällt, ist es Fallout. Und in der Palette krümelig, so wie das hier, dann ist es Kickback. Es hat Fallout, Kickback. Und wenn man hier von der Seite guckt, das ist hier alles voll mit so einem gelben Nebel. Okay, Roast. Ich benutze als nächstes einen Peach-Ton, der heißt Positivity. Eine gute Frage gefunden. Kommt mal eine Roomtour? Wir sind immer noch nicht fertig, es ist immer noch Baustelle. Ihr seht das ja manchmal bei Instagram. Das ist halt aktuell so ein bisschen der Grund. Ja. Ne? Und Florian sagt halt, er findet es doof, das zu zeigen, wenn es noch nicht fertig ist. Aber eigentlich, die Leute so am Prozess mitzunehmen, ist doch eigentlich ganz cool, oder? Wenn es euch interessiert. Ich habe neulich auf Instagram eine Abstimmung gemacht und haben 99% Ja gesagt. So eine eindeutige Abstimmung hatte ich noch nie. Oh. Aber ich habe manchmal auch das Gefühl, die Instagram-Community ist ein bisschen anders drauf als die YouTube-Community. Ich habe das Gefühl, auf Instagram sind die Leute, die sich auch mehr so für mein Leben und unseren Alltag interessieren. Und auf YouTube ist immer, weiß ich nicht, so zwischendurch bisschen, ja, mehr Make-up irgendwie auch. Also es kommt halt oft besser an als, keine Ahnung, so Vlogs. Mhm. Als ich mit Fabi zum Beispiel in Los Angeles war, habe ich ja auch einen Vlog hochgeladen. Und ich war voll überrascht, wie schlecht das im Verhältnis ankam. So, weil ganz oft lese ich halt, ja, wir wollen mehr von deinem Alltag auch auf YouTube oder wir wollen Vlogs oder wir vermissen den Vlogging-Channel. Mhm. Und dann mache ich das und das war halt so das schlechteste Video, was ich in 5 Monaten gepostet habe. Okay. Kannst du dir das erklären? Nee, weil also für mich ist es halt genau andersrum. Ich liebe deine Vlogs zu gucken. Ich weiß nicht, was mehr aufwendig ist, Beauty-Video oder Vlog. Also unterschiedlich aufwendig. Ja, aber ich finde halt so ein Vlog, da gibt man halt auch ganz viel Persönliches von sich preis. Ja.
Das stimmt. Ich gehe jetzt rein in den lila Ton. Der heißt Therapy Sesh. Therapiesitzung. Der. Ich habe irgendwie das Gefühl, diese Palette ist vom Farbschema wie das Instagram-Logo. Mit so gelb, peachy, lila. Oh wow. Okay, der funktioniert gut, der Ton. Ich gehe jetzt mal rein mit einem ganz dunklen Ton. Crazy. Ein ganz dunkles Weinrot. Hier untere Reihe, der neben dem Schwarz. Ach, hier steht's auch nochmal. Ist denn mittlerweile euer Haus komplett fertig? Wenn ja, wann kommt eine Haustour? Nein, hatten wir auch schon. Aber erzähl doch mal, was nicht fertig ist, damit die Leute da auch so ein bisschen Gefühl für kriegen. Wir haben immer noch keine Zimmertüren. Wir haben im Erdgeschoss. Im Erdgeschoss, genau. Da sieht man halt die rohen Steine. Aus dem Grund haben wir auch noch keine, wie heißt das? Fußleiste. Ja. Wir haben kein Gästeklo, also wir haben keine Toilette im Erdgeschoss. Nee, die ist auch noch komplett im Rohbau. Aber dafür sind eigentlich schon alle Sachen besorgt. Eigentlich ist alles dafür da. Da fehlt es mir gerade so ein bisschen an. Und Florian macht halt sehr viel hier im Haus selber und das ist halt richtig cool. Ich würde nicht sagen, er kann's. Und das ist gar nicht, um jetzt doof zu sein. Aber Florian, du bringst dir das halt selber bei, weil du bist, was es angeht, halt voll verbissen. Das ist halt richtig gut. Auch wenn es manchmal dann ein bisschen gebastelt aussieht. Das ist immer so das schönste Kompliment von Julina, wenn das kommt. Wenn sie dann sagt, oh, das sieht gar nicht gebastelt aus. Das ist so wie, yes. Ich sage immer, Florian ist die männliche Version von Tine Wittler. So ein bisschen DIY-Projekt. Ja, aber das ist nicht. Und das wird mit Florian ganz doof, dass ich das sage. Aber das ist gar nicht böse gemeint. Ich sag zu dir ja auch nicht, wenn du dich geschminkt hast, oh, sieht ein bisschen wie angemalt aus. Ja, aber es ist ja angemalt. Seid ihr zwei immer noch so glücklich wie am ersten Tag? Und wie schafft ihr es, das so beizubehalten? Nö, also wie am ersten Tag nicht. Anders. So am ersten Tag war man halt so voll mit Schmetterlinge und so. Also kannst du mir halt nicht erzählen, dass es halt genauso noch ist. Wie am Anfang? Definitiv nicht. Nee, siehst du, deswegen musst du auch nicht so entzürnt gucken. Ja, aber ich überlege gerade am ersten Tag. Am ersten Tag warst du schon richtig verschossen. Okay, ein bisschen. Ja, obwohl ich auch. Das war, ja, nicht lieber auf den ersten Blick, aber lieber aufs erste Treffen. Du hast doch nur da alles rot. Soll das so? Sieht ein bisschen gebastelt aus. Also, zu der Frage, wie man sowas schafft, den Humor nicht verlieren, oder? Das ist, glaube ich, wir lachen viel zusammen. Und ich kann wir streiten nicht so viel. Lachen. Viel. I'm sorry. Ja, du musst dich auch mal konzentrieren, dass Florian, es gut wird. Aber viel streiten klingt ja sehr negativ. Nee, finde ich überhaupt nicht. Oh, Scheiße! Was denn das? Oh, Beautyblender wegwerfen macht's ja auch nicht wieder schön. Also, wo waren wir beim Thema Streiten? Es ist total wichtig, mit einem Menschen, mit dem man zusammenlebt, also eine gute Streitkultur zu haben. Und wir streiten also oft. Ja, was heißt streiten? Das klingt voll negativ. Es ist aber nicht negativ. Danach versöhnt man sich ja auch wieder. Findest du schön zu hören, wenn du von anderen Leuten über deren Beziehung hörst, ja, wir streiten viel, da sagst du doch auch nicht, oh geil. Aber gut, also wir setzen uns ständig miteinander auseinander. Also es wird immer alles ausgesprochen und angesprochen. Vielleicht ist Streit auch das falsche Wort. Also ich weiß nicht, ob ich das so... Das ist ein bisschen Fallout, ne? Was würdest du jetzt so nach den ersten Farben sagen? Ist diese Palette eine Empfehlung oder nicht? Ich glaube, das ist die schlechteste Morphe-Palette, die ich jemals hatte. Weil eigentlich fandest du die immer gut, weil die so vom Preis-Leistungs-Verhältnis auch in Ordnung sind. Die sind halt sehr günstig. Klar, die produzieren in China. Das ist halt nicht qualitativ wow. Sorry, das hier ist gerade... Ja, es hat Schmackes. Ja, man kann damit, glaube ich, so voll Instagram-Looks schminken. Aber... Für jeden Tag ist es vielleicht ein bisschen kompliziert, weil man da so aufpassen muss. Für jeden Tag, wenn man sich mal eben schnell fertig machen will, will man ja was funktioniert. Das ist halt jetzt gerade irgendwie... Und dann ist halt die Frage, wie viel teurer ist eine Lidschattenpalette, wo vielleicht nicht 300 Farben drin sind? Ich glaube, ich schmink den Look später wieder ab, deswegen... ich mach den jetzt aber trotzdem nochmal zu Ende. Ich benutze jetzt einen flachen Pinsel.
Entscheide du mal, welche Farbe, eine der schimmernden, soll ich aufs Lid machen? Ich habe gedacht, vielleicht den oder den. Also tatsächlich, ich hätte den jetzt genommen. Der sieht nämlich ganz komisch da drin aus. Nicht so spannend? Ist halt einfach Gold. Ich finde halt das, glaube ich, ganz cool. Dieses Ride or Diamonds. Guck mal da in den Bildschirm. Siehst du, wie mein Finger leuchtet? Mhm. Ich glaube, das ist ganz cool. Du willst das Gold? Nee. Du musst halt wissen, was du willst, Florian. Dann will ich, dass du das nimmst. Nein, das ist kein krass genuger Kontrast. Man braucht auf dem Lied irgendwas, was ballert. Und das ballert nicht. Das wäre halt aber zu dunkel insgesamt. Okay, wenn ich es eh abschminke, mache ich ein Auge so und das andere wie ich will. Und dann sagt ihr uns, welche Seite besser ist. Ich habe euch jetzt mal näher rangeholt. Florian hat 30 Sekunden Sendepause. Pinsel. Und man sieht, dass man nichts sieht. Bitch, wo ist die Deckkraft? Auch mit dem Finger nicht. Doch, mit dem Finger ist besser, aber... Ja, aber... Das ist halt, nee, also du siehst ja gar nichts von der Farbe. Du siehst ja einfach nur die Glitzerpartikel. Solche Lidschatten gibt es, das nennt sich dann Topper. Aber wenn man mal vergleicht, wie es auf meinem Finger aussieht. Moment, da. So sieht es auf meinem Finger aus. Und so sieht es auf meinem Auge aus, obwohl ich es mit dem Finger auftrage. Das ist halt enttäuschend. Schatz, wie ist es für uns als Paar, wenn der andere oft unterwegs ist und nicht zu Hause? Du zuerst. Zwischendurch schon auf jeden Fall eine Belastung. Also, weil klar, ich finde es halt schon schöner, wenn wir zusammen sind. Aber manchmal, also das Ding ist halt, es ist ein Job. Also für mich ballert das jetzt nicht auf dem Lied. Also bin ich mal gespannt auf meine Farbe. Ja, ich sehe das auch so. Auf der anderen Seite ist es auch oft schön, alleine unterwegs zu sein. Und es ist oft auch schön, alleine zu Hause zu sein. Weil bei uns ist halt jetzt aktuell so ein bisschen speziellerer Fall, weil wir halt im Prinzip, wenn ich zu Hause bin, 24 Stunden zusammen zu Hause sind. So klar, du bist in der Werkstatt, du bist im Garten, du machst halt hier so dein Ding, rockst den Haushalt, aber... Alles andere, so Büro oder so, klar. Sind wir immer zusammen, ja, das stimmt. Dann ist es zwischendurch auch ganz cool, wenn man mal nicht aufeinander hockt, einfach damit man sich auch nicht so gegenseitig auf die Nerven geht. Also das soll gar nicht doof klingen, aber ich glaube, wenn man 24/7 mit seinem Partner zusammen ist und wir sind halt jetzt schon 8,5 Jahre zusammen, so das darf man halt auch nicht vergessen, wir sind jetzt nicht mehr 2 Monate frisch zusammen oder so, das ist halt, irgendwann braucht man das. Ich finde es halt auch ganz wichtig, dass so jeder so seine Freunde behält oder so. Du hast deine Leute, mit denen eher du dich triffst. Ich habe meine Leute, mit denen eher ich mich treffe. Wir haben einen gemeinsamen Freundeskreis. Ja. So, das ist halt, keine Ahnung. Und wenn ich dann mal irgendwie eine Woche weg bin, dann ist das, das so... Das ist manchmal auch ganz schön. Ja, also das... Das hört sich jetzt auch wieder so furchtbar an, aber finde ich, ist halt gar nicht so. Nö, das finde ich, hört sich nicht so furchtbar an, wie wir streiten viel. I don't know. Ich finde... Die Palette fürchterlich. Ich finde es wirklich sehr, sehr schade. Bin echt enttäuscht, um ehrlich zu sein. Was hat die gekostet? Die Palette hat gekostet 43 Euro, aber es gab einen 10% Rabatt, also 39. Und es sind halt auch, wie viele Farben? 7 × 5, 35 Farben. Ja, aber ganz ehrlich, was soll ich mit 35 Farben, wenn die scheiße sind? Dann finde ich 40 Euro zu viel. Also ich finde, für 39 Euro kann man besser meine Palette kaufen. Ja, nein, definitiv. Schade. Also hier, guck mal, 2 verschiedene Pinktöne. Ja, nein, nein, nein. Also es ist... Das habe ich bei meiner Jeffree Star Review gelernt, die ich vor ein paar Tagen hochgeladen habe. Das Farbdings in einer Review zu kritisieren, ist Schwachsinn. Weil das Farbdings hat man ja vorher gesehen und man hat sich als Konsument dafür entschieden, es zu kaufen. Nein, nein, das stimmt. Wenn euch die Farbwelt hier gefällt... Ja, aber die Qualität ist halt no. Also es ist wirklich, soll nicht doof klingen, aber ich finde, das ist qualitativ kein Stück besser als irgendeine Drogerie. Und nicht, dass Drogerie schlecht ist, wahrscheinlich gibt es sogar Lidschatten, die genauso gut, wenn nicht sogar besser sind in der Drogerie. Safe. Also gerade Essence, Catrice, Love sind in letzter Zeit so gut. Das hier ist einfach nur puderig. Sag mal eine Farbe, die dich hier anspricht und interessiert. Irgendwas Interessantes. Das Rot vielleicht. Nimm mal dieses hellere. Matte Rot. Boah.
benutze jetzt die Farbe Hard On. Das hat richtig Kickback. Du hast gelernt. Geil, das machen so viele Beauty-Gurus selbst falsch. Was? Kickback und Fallout verwechseln. Und es hat richtig Fallout. Viel Spaß beim Pinsel sauber machen. Ich benutze jetzt nochmal, was könnte denn gut funktionieren? Die Brauntöne funktionieren immer gut. Wir sind 2020. Wer heutzutage noch keine Brauntöne hinkriegt, cancelt. Ich benutze jetzt nochmal das Pink. Das heißt Gypsy Girl. Ich wäre trotzdem so gerne wie Jaclyn Hill. Sie hat 4 Hunde. Alles die gleichen. Okay, Gypsy Girl hat halt richtig Fallout. Katastrophe. Hast du schon mal eine Palette richtig zerrissen? Ich hab meine Foundation richtig zerrissen. Aber eigentlich hast du ja immer so die Intention, so das Beste aus dem Produkt rauszuholen. Du sagst, das Schwarz ist gut. Temptress. Ja, ich habe immer die Intention. Das kann mir halt auch niemand unterstellen, dass ich mit Absicht sagen würde, ich kaufe das nur, um ein Video drüber zu machen, wo ich schlecht drüber rede. Also sorry, wer das behauptet, kennt mich halt einfach nicht. Und gerade bei Jaclyn, meine Review zu Jeffree Star ist jetzt halt auch nicht so gut ausgefallen, zu der Palette, zu der Bloodlust. Mhm. Ja, ich finde, sie ist halt so unbrauchbar. So, Packaging unnötig, sonst wie, habt ihr das Video gesehen. Und das hier ist halt vom Packaging total meins, von der Farbwelt total meins. Aber die Lidschatten funktionieren nicht gut. Nee, tut mir leid. Tut mir wirklich leid, ich möchte das mögen, aber das ist gerade einfach, um ehrlich zu sein, ab diesem Zeitpunkt Zeitverschwendung. Ganz ehrlich, Schatz, das... Nee. Soll ich es abschminken? Ja, weil es ist, ganz ehrlich, ich sehe doch, dass du da gar keinen Spaß mehr dran hast, weil es dich nervt. Bin enttäuscht. Ich hatte mir mehr vorgestellt, weil das Ding ist, ich liebe die erste. So, das ist halt... Und dann so dumme Argumente zu bringen, von wegen, ja, es ist dieselbe Quality, dieselbe Formulierung wie die erste, nachdem kurz vorher Incognito Top Secret die Textur der ersten geändert wurde. Sorry, aber das ist so unterstes Level. Ich finde, das ist halt richtig Verarschung und Abzocke. Also in Deutschland würde man fast sagen, das ist Betrug. Nee, ich glaube, Betrug ist es ja nicht in dem Moment, wo du es draufschreibst. Aber, das macht man halt nicht. Das ist so, weil ich dann so denke, das ist doch auch nicht langfristig gedacht. Ich will doch als Firma nicht nur einmal was verkaufen, sondern ich will doch einen langfristigen Erfolg damit haben. Also ich glaube schon, dass wenn man sich richtig einen abbricht, dass man damit einen Look schminken kann, einen Shore. Ich habe mir tatsächlich noch keine anderen Reviews angeguckt, aber ich glaube schon, dass man, wenn man sich, wie gesagt, richtig, richtig Mühe gibt, dass man es hinbekommen kann, dass die Palette funktioniert. Hä? Aber wenn ich mal Wand streichen will, dann nehme ich auch keinen Tuschkasten. Klar, wenn ich mir Mühe gebe, kann ich damit auch eine Wand streichen. Aber will man das? Nee, also ich möchte halt Produkte benutzen, die gut performen. Und ich bin ehrlich, das tun die hier halt für mich, persönliche Meinung, nicht. Hello, Julina aus dem Schnitt hier. Ich habe mich jetzt gerade dazu entschieden, ein großes Stück Video einfach rauszuschneiden, indem wir einfach nur nochmal so ein bisschen einfach random Mist gequetscht haben und ich nochmal einen zweiten Look geschminkt habe, der halt aber super basic des Todes ist. Das hat im Endeffekt auch ganz gut funktioniert, aber wir sind gerade eh schon bei 35 Minuten. I'm sorry, wenn ich diesen kompletten zweiten Part jetzt drin lasse, bin ich bei über einer Stunde und ich glaube, das ist ein bisschen magisch, das gucken sich halt nicht viele Leute an. I'm sorry. Aber ja, Florian und ich machen demnächst nochmal ein reines Video, wo wir einfach noch so ein bisschen mehr quatschen. Und ich glaube, für die heutige Review langt das. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ciao aus dem Edit und weiter geht's mit dem Programm. Follow me on TikTok. Bin noch nicht ganz wach. Es ist 7:15 morgens auf dem Sonntag. Aber ja, ich glaube, das wäre es mit dem heutigen Video. Fazit, Jaclyns Highlighter, das Setting Powder und der kleine Lose, sehr, sehr schön. Die Palette, ja, nix Weltveränderndes. Lidschattenpalette, ja, also ich muss sagen, ich finde die von James Charles besser. Ich glaube, man kann... Ja, halt, wenn sie, was will man rumdiskutieren, sie funktionieren nicht.
Also das hier hat jetzt ja funktioniert, aber dafür, für den Look braucht man halt die Palette nicht. Ich glaube halt, die Töne, die an der Palette so besonders sind und einem ins Auge springen, wie dieser Rotton, wie das Gelb, wie die verschiedenen Lila-Töne. Pink, so klar, das springt einem ins Auge, das ist so ein Eye-Catcher und man denkt sich ja, okay, für die Töne brauche ich die Palette, aber das sind halt einfach die Töne, die nicht so gut meiner Meinung nach funktionieren. Fazit, kein Applaus für Scheiße. Das wäre dann alles für heute, würde ich dann mal... Ja, ist doch so. Kein Applaus für Scheiße. Kein Applaus für Scheiße. Oh mein Gott, wollen wir das auf T-Shirts drucken? Würdet ihr so ein T-Shirt kaufen? Kein Applaus für Scheiße. Geil. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, was ich nicht verstehen kann, Daumen hoch für dieses Video, dann folgt uns, ja... Ja, gib dir mal selber eine Promo. Genau. Dann weil du ja alle 5 Monate einmal postest, ne? Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns in ein paar Tagen wieder, denn am Donnerstag geht ein Video online mit jemandem ganz Besonderen, mit dem ich noch nie vorher gefilmt habe. Stay tuned, in diesem Sinne, peace out, over, bye und tschüss, Jacklip. Sorry! Kein Applaus für Scheiße!